Hallo zusammen, wir haben den 16. Juni. Es ist 17.32 Uhr. Der DAX wird noch gerechnet. Im Moment bei 15.712. Aber ich möchte den Film jetzt schon mal anfangen. Das ist der DAX auf Tagessicht. Schau, ich das ein bisschen schöner hier hinbekomme. Voilà. Da haben wir hier diesen Aufwärtstrend vom November letzten Jahres, als wir bei den 11.500 waren. Diese Linie, die gilt hier weiter. Verbindet sich momentan und etwa mit der 20-Tage-Linie hier bei 15.560. Ich bin eben alle Zeiteinheiten durchgegangen. Das ist eine Krux hier, ehrlich. Wir haben, ich werde es euch gleich zeigen, eine ganz enge Range. Gehen wir jetzt mal hier nur vom Tag. Ganz merkwürdige Kerzen. Wir sind genau bis ans obere Band reingelaufen. Das Intraday High über Xetra war bei 15.802,67. Dann folgen so drei schwarze Kerzen. Immer oben angefangen, ein bisschen höher und dann runter. Wir sind heute auf die 10-Tage-Linie aufgesetzt, noch ein bisschen weg von der 20-Tage-Linie. Die Bänder verengen sich, ja, und zwar deutlich, auch schon wieder seit ein paar Tagen. Die momentan 15.351 zu 15.800. Wir haben null Signal, also wirklich null Signal über den Trendfolger MACD und wir sind über die Stochastic leicht negativ. Da ist wirklich, da ist nicht viel zu sagen. Dieser Trend hier, den ich gezogen habe, hat mit Sicherheit eine Bewandtnis, aber wie gesagt, ich bin ja kein Freund von diesen vertikalen Trends. Mir ist dieser Punkt hier bei 15.512 wäre mir lieber. Schauen wir mal auf die 4 Stunden, aber da ein bisschen was sehen. Ich kann es Ihnen leider sagen, es ist fast genauso frustrierend. Wir sind zwischen dem 10 und dem 20er gleitenden Durchschnitt. Wir liegen momentan auf dem 20er gleitenden Durchschnitt genau drauf. Auch hier, die Bänder gehen zusammen. Wir haben kein Signal über die traditionelle, aber auch nicht über die moderne Sichtweise, sind noch immer leicht negativ über den Oszillator. Auch hier ist nichts zu sehen. Einzig, was ihr sehen kann, dass es einen ganz guten Support gibt bei 15.500 und einen Widerstand bei 15.800. Dann gucken wir mal hier auf die Stunde. Das ist die Stunde jetzt hier. Also die Mitte zwischen 0 und 100 ist so ziemlich genau die 50 und wir sind im Oszillator bei 49,8. Können wir vergessen. SMACD ist bei 0,14. Das ist eine Marke, die ist uninteressant. Also auch hier völlig egal. Das Ding ist einfach festgezurrt. Dann haben wir hier über die Stundenkerzen. Kommen wir nicht über den 20er Gleit, den Durchschnitt hinaus, aber das würde ich jetzt auf Stundenbasis nicht so ernst nehmen. Aber es ist auch hier sehr neutral. Wir haben allerdings hier eine ganz gute Unterstützung bei 15.672. Eben hatte ich gesagt, im 4-Stunden-Chart, da war es die 15.500, da sind wir hier. Das ist eine gute Unterstützung und da möchte ich eigentlich auch den Schein ansetzen. Und zwar habe ich die, wo ist er denn? Ich habe ihn rausgesucht, hier. 15.387 als Call. Da muss ich sogar den Chart noch ein bisschen zumachen. 15.387, da sind wir in etwa hier. Dieser Call, momentan mit einem Hebel von rund 48 und der Kennnummer GH6UL6, ist ein Open-End-Schein, der, auch wenn es jetzt hier weit weg aussieht, ja, wir haben heute noch FED-Sitzung, wir haben am Freitag Verfalltermin, und zwar großen, der kommt bei mir erst dann rein, wenn wir über der 15.800 sind, vorher nicht. Also nochmal, das waren 15.387, die GH6UL6. Jetzt schauen wir mal hier nach einem Put. Ich möchte nicht zu nah rangehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt hier mal nochmal über die 16.000 drüber. Deswegen muss ich hier den Hebel ein bisschen runternehmen. Und zwar sowas auf die 35. Da bietet sich dieser hier an. 16.163, auch ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA4D35. Gustav Anton 4D35. 16.163 sind wir also hier oben noch weiter. Der kommt bei mir erst dann rein, wenn wir unter die 15.500 gegangen sind. Ich gehe nochmal vor, jetzt aber auf den 4-Stunden-Chart, dann sieht man es besser. Hier. Unter die 15.500. Klar kann ich sagen, ich kaufe jetzt schon einen Teil
und kaufe dann irgendwie bei 15.900 noch einen. Aber ja, ich habe kein Signal dafür. Ich muss erst mal warten. Ich möchte den erst dann kaufen, wenn wir unter die 15.500 geht. Wartet auf die FED, lasst den Verfalltermin kommen. Der VDAX ist, den kann ich vielleicht auch gerade noch zeigen, der ist relativ tief. Das Jahreslow war bei 16,28 und wir sind bei 17,83. Da sieht man, mache ich mal so, dass wir eigentlich seit dem Anfang Juni, das ist seit hier, handeln wir zwischen 15.500 und 15.800. Hallo, das sind 300 Punkte, das sind 2%. Das wäre die perfekte Zeit gewesen für Urlaub. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.